Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was es noch so Neues im Spiel gibt und gehen einfach mal zum Toten Pferd. Ach ja, das ist die Kneipe hier, ne? Gibt's da irgendwas Neues hier? Halt dich einfach von mir fern. Die ist irgendwie nicht gut auf uns zu sprechen. Wir können ja mit ihm hier handeln. Wir können zum Beispiel die Bestattungsurkunde mal verkaufen, ne? Alles. Zack. Bam. Gibt uns Geld. So, haben wir mit ihm schon mal ein bisschen. Guck mal, und er mag uns auch. Zumindest bei 30 sind wir da. Nicht heute. Okay. So, hier ist gesperrt. Er sitzt auch nicht mehr da, der Dichter und Denker. Wir gucken mal, ob und wo wir hier so eine Taverne noch bauen können. Weil das gab es ja im letzten DLC. Guck mal, hier alles schön geschmückt haben sie. Toll. Da gab es den Händler, der kam aber auch an einem bestimmten Tag. Am Händlertag nämlich. Ich glaube hier, ne? Egal. Hier ist auch nichts. Ein paar Eier könnte man noch kaufen. Das fände ich eine ganz gute Idee. Eier braucht man nämlich für diese leckeren Törtchen. Hühnereier. Die würde ich tatsächlich alle mitnehmen. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Ach, guck mal hier, ordentlich. Also die Eier nehmen wir mal alle mit, wenn wir schon mal hier sind. Zack, zack. Okay. Und dann gucken wir uns mal die Karte an. So, zu Hause. Wir sind gerade hier, das Dorf. Da gibt es die Eier. Vielleicht hier nach oben mal gehen. Gehen nochmal nach oben gucken. Ansonsten gehen wir auch mal den alten Leuchtturmwärter nochmal besuchen. Da habe ich auch Lust drauf. So, kann man die Kürbisse einsammeln? Nein, kann man nicht. So, was sagt sie hier so? Ach so, sie hat hier Butter. Leckere Butter. Milch. Ich glaube, Milch brauchen wir auch, ne? Vielleicht gleich einen Eimer Milch. Komm, wir nehmen uns mal einen Eimer Milch nochmal mit. Der gut. Und dann gehen wir einfach mal zum Leuchtturmwärter, ob der nochmal ein bisschen was für uns hat. Zack. Nee, ach, der ist ja auch immer nur an einem bestimmten Tag da. Ich glaube hier am Montag. Also am Montag. Gut, dann gehen wir nach Hause gleich. Genießen die schöne Zeit. Äpfel haben wir bei uns auf dem Gelände übrigens. Auf dem Grundstück brauchen wir hier also nicht. Und irgendwie fehlt mir meine Angel. Ich weiß nicht warum. Da passiert ist. Ach, guck mal hier, der alte Muselmann, ha? Der alte Verhanfte. Ding dong, ding dong, ich bin der Dicko, ich bin der Dicko. Ja, mit seinen Hanfsamen. Und hier ist doch so eine Hanfmühle, genau. Gut, kommen wir wieder? Ja. Einmal nach Hause. Jetzt waren wir da, war nochmal Steinbruch, können wir bestimmt auch nochmal zum Flüchtlingslager. Genau, ich habe jetzt hier ein bisschen Brot gemacht, nämlich. Huch. Was für ein toller Ort. Machen wir einen Tausch. Meine Schmiede gegen dein Haus, die Kirche und den Friedhof. Veräppeln? Weißt du, wie viel Arbeit und Zeit mich das hier gekostet hat? Das ist ein unglaublich großzügiges Angebot, Kretzwold. Aber ich fürchte... Haha, er dachte ich meines Ernst. Ich bin doch kein Vollidiot, der in dieser Müllgüppe leben will und arbeiten will. Pfui. Wie nett von dir. Fast wie der Bauer. Seid ihr zufällig Brüder? Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich war schon Schmied, bevor seine Urahnen hier hingezogen sind. Jetzt kommst du mit mir. Verhaftest du mich? Es gibt einen Notfall im Dorf. Horadrik versammelt alle Dorfbewohner in seiner Taverne. Ich bin kein Dorfbewohner. Es gibt Vampire im Dorf, Wärter. Bis zum nächsten Todesfall ist es nicht weit hin. Horadrik hat nach einem Spezialisten verlangt, der sich mit den Toten auskennt. Und jetzt los. Wir sind spät dran. Es ist deine Schuld. Vielen Dank, Rosa. Wir fühlen alle deinen Schmerz. Wir kennen dein Leid.
Langweilig. Das war das dritte und letzte Opfer des Vampirs. Für heute zumindest. Aber jeder einzelne von uns könnte der nächste sein, der ihn trifft. Kette, der Sohn des Bauern Rosa. Es fängt gerade erst an. Dorfbewohner, ich erwarte Vorschläge. Doch nicht alle auf einmal, bitte. Cory, dein Vorschlag zuerst. Mein Vorschlag, natürlich, Leute, hört mir zu. Nur eine Woche lang. Cory und sein Bruder reparieren eure Veranda. Mit 15% Rabatt. Und als besonderes Geschenk gibt es ein Holzschnabeltier von Tress. Nein, das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Geschäft ist Geschäft, Brüderchen. Okay, Adam, hören wir uns deinen Vorschlag an. Mein Vorschlag ist, jedem Dorfbewohner zwei Leibwächter zur Seite zu stellen. Vor einer Woche hat eine Bande Ghule obszönen Schweinkram an meine Mauer geschmiert. Adam, das waren die Teenager aus dem Dorf. Ich habe ihnen sogar geholfen mit der Grammatik. Außerdem gibt es doch gar keine Ghule. Ach herrje, Holzfäller, irgendwelche Ideen? Mein Vorschlag ist, dass wir alle aufhören, tote Tiere zu essen. Das ist es ja klar. Dass man dann irgendwann Vampire und anderen Blödsinn sieht. Frische Wurzeln und geschmorte Blätter, das Geheimnis eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Was? Und auf kandierte Hühnerbeinmarinade verzichten? Niemals! Imker, bitte spucke nicht immer auf den Boden. Hast du etwas zu sagen? Ja, ich, Leute. Seid ihr nicht ganz dicht? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Es ist doch sonnenklar. Hinter all dem steckt mein Ernstfeind, Hornissenmann. Aber fürchtet euch nicht, meine Armee fleischfressender Bienen ist beinahe bereit. Schon bald werde ich sie auf das Dorf loslassen. Das klingt ja vielversprechend. Noch irgendwelche Vorschläge? Na toll, das Treffen ist vertagt. Das heißt, dass ihr jetzt gehen könnt. Na, das war doch mal eine produktive Sitzung, würde ich sagen. Vampire sind los. Auch das noch. Werther, hast du einen Moment Zeit? Na klar, für ihn doch immer. Guter Käufer meiner Waren. Hör mal, könnte ich dich bitten, der Sache auf den Grund zu gehen? Das kommt ziemlich unerwartet, aber es ist nett, dass du dir mich anvertraust. Ehrlich gesagt hat das nichts mit Vertrauen zu tun. Aber wenn ich die Dorfbewohner frage, muss ich ihnen nachher noch Steuern erlassen oder so. Deshalb macht es doch Sinn, wenn ich jemanden von außerhalb auftrage, oder? Ja, klar doch. Andererseits bist du sowieso so ein freundlicher, hilfsbereiter Geselle. Vielleicht willst du uns ja umsonst helfen? Ich bin zu beschäftigt, um mich auch noch damit rumzuschlagen. Eigentlich haben wir jede Menge zu tun, aber das ist ja gut. Also für eine Belohnung? Pah, da hofft man auf ein wenig Mitgefühl in diesen Zeiten der Not, aber was soll's. Was für ein gieriger Raffzahn. Also gut, gehen wir nach Hause und denken nach. Neue Aufgabe, finde den Vampir. Okay, eigentlich wollten wir uns ja hier um eine Bar kümmern. Aber wir können auch erstmal einfach nach Hause gehen und drüber nachdenken, wo wir den Vampir finden. Jetzt haben wir aber viel zu tun. Also dem Esel haben wir ja jetzt schon mal was gegeben. Warte mal, das endlose Buch. Okay. Wagner aus der Burg... Das haben wir noch nicht geschafft. Frau Anmut dabei geholfen, Wagner aus der Burgfeste zu retten. Boah, müssen wir jetzt hier zur Burgfeste nochmal. Wo war die denn? Die war doch hier im... Warte mal. Burgfeste war... War die nicht hier? In der Nähe vom Camp? Oder war die hier beim... Da ist das Flüchtlingslager. Hier ist der Hexenhügel.
Steinbruch, genau. Da können wir auch einen Zombie noch rein. Hier war die Hexe. Baba Yaga. Nee, das war dieses Holzfäller-Camp da. Aber die Burgfeste war hier auch irgendwo. Sind wir bei der Weizenfarm. Weizenfarm ist hier. Ja, wir gehen mal zum Hexenhügel. Da wollte ich sowieso nochmal vorbeigucken. Was wir da noch haben. Und irgendwas wollten wir doch machen, als der Typ da mit den Vampiren aufgetaucht ist, oder? Hab ich schon wieder vergessen. Wir waren beschäftigt mit irgendwas. Ach so, ich wollte Brot und ich wollte auch Wasser zum Flüchtlingslager bringen. Ich glaube, der erste Gedanke war nämlich gar nicht so verkehrt. Ach, hier war unser Hexenverbrennungs... Ja, hier kann kein Essen verkauft werden. Hier war unser Eventzentrum. Hier ist das Portal. Ah, guck mal hier. Ein Lauf herstellen mit goldener Winkel und einer Halskette. Okay. Aber eine Halskette haben wir. Goldener Winkel, weiß ich nicht. Kriegen wir noch raus, Freunde? Kriegen wir noch raus. Ja, hier kann man Marmor sammeln, aber da können wir bestimmt auch einen Zombie hin tun. Hier müssen wir über unser Weinanbaugebiet kommen. Das ist, glaube ich, hier. Jawohl. Gibt es jede Menge Wein. Den könnte man auch ernten, aber ich möchte das gerne, dass das bei Gelegenheit dann alles Zombies machen. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Wasser mal holen. Und hier komme ich nicht vorbei. Deswegen sagen wir ihm jetzt mal, er soll hier mit dem Weizen aufhören. Wahrscheinlich hat er auch gar keinen Samen mehr, kann das sein? Dingel, dingel, ding. Oh, jetzt kommt die Leiche, warte. So, komm mal her, mein Freund. Genau, Weizen haben wir jetzt hier, ne? Ah, Farmqualität, das wollten wir auch nochmal machen, ich weiß. Warte mal. Hat er den Weizen jetzt hier reingeschmissen? Ich hoffe es. Oder ist das jetzt hier drin? Ach, warte. Ach, das ist hier Spitzendünger, ne? Naja. So, komm mal her. Hier haben wir Spitzendünger. Hier ist auch... Was hat er denn jetzt gemacht? Wo ist der Weizen jetzt? Arbeitseffizienz 12%. So, den nehmen wir jetzt mal auf jeden Fall und gucken mal, dass er für uns ein bisschen Wasser sammelt. Geht das nicht? Hier können wir ihn ranlegen. Und hier nicht? Der kann für uns kein Wasser sammeln? Och Mensch. Da können wir ihn ranpacken. Ist doch nicht so schön. Ja, dann mach für uns hier weiter. Ich wäre eigentlich für Karotten. Für den Esel brauchen wir Karotten. Für unsere Zombie-Army. Also, den lassen wir mal hier. Und gucken wir mal, dass wir hier irgendwie Karotten zusammenkriegen. Karotte. Fehlen uns Karottensamen. Na toll. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal einen schönen Zombie zusammenkriegen. Fertigen. Schmuggelkiste. Dingel, dingel, ding. Wo sehen wir jetzt, wie zufrieden der Esel ist mit uns? Oh ja, 20. Sehr gut. Karotten sind auch noch da. Und dann gucken wir mal. Siehst du, die ist schon wieder da am Verrotten. Warum geht die denn... Müssen wir die hier... Ach, die müssen wir da selber reintun. Ja gut. Wir nehmen sie mal und removen hier mal ein paar Parts. Huch. So. Autopsie. Also wir nehmen auf jeden Fall mal Blut raus. Knochen. Hirn. Warte mal, wenn wir Blut raus... Wir haben jetzt 4... Blut raus. So.
Guck mal, jetzt haben wir 5 und 5. Dann nehmen wir das nochmal fett raus. Fett raus. Jetzt sind wir schon bei 6. Und dann nochmal Schädel. Innereien. Ich meine, der hat jetzt 6. Komm, reicht uns. Obwohl wir ihn ja zum Wasser nicht packen können, ne? So, Auferstehungstisch. Der Glaube, der sollte doch hier ins Regal. Hier soll der rein. Zumindest mal ein bisschen was. Hälfte. Oder den ganzen Glaube. Dann wissen wir ja auch, wo ist. Wohin ist der Glaube? So, gucke mal. Ja, nehmen wir alles mit. Alles mit, da ist auch Platz. Und gucken mal, Blut nehmen wir auch alles mit. Ha! Ach nee, das Blut hatten wir doch da damit Absicht reingepackt. Mann. Lumi! So, gucke mal. So. Und dann schmeißen wir das da rein. Und machen wir eine Wiederbelebung. Bam. Dann gucken wir mal, was wir noch so brauchen. Ich glaube, da oben hatte ich noch einen hingepackt. Der hackt Holz. Wie sieht es denn aus mit dem Steinbruch? Nehmen wir den Zombie dann mit? Jawohl. So, können wir nicht hier auch bauen? Ein hier, Transportstation finde ich schon mal gut. Zombie, guck mal hier. Alles Mögliche können wir da bauen. Also, wir brauchen... Also, wir lassen ihn auf jeden Fall mal hier liegen. Hier braucht man ja jede Menge. Vielleicht kann der hier auch Wasser machen. Das wäre auch nett. Nein, kann er nicht. Und wenn wir ihn hier... Nein, geht auch nicht. Doch, fertig, Marmor. Nee, da müssen wir diese speziellen Dinger bauen. Ne? Also wir lassen ihn hier schon mal liegen. Er kann noch ein bisschen schlummern. Aber grundsätzlich ist das dann schon mal geplant, ihn dort einzusetzen. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen... Oh, jetzt ist hier wieder der... Es wird Zeit, dass du für deine Missetaten bezahlst, elende Kreatur. Mach dich bereit. Shepard? Redest du mit mir? Mit dir, du fieser Vampir. Bereite dich vor zu sterben im Namen meiner Frau und aller anderen Unschuldigen. Hey, das ist ja lustig. Glaubst du etwa, dass ich nachts durch die Gegend schleiche und Blut trinke? Wie kann es dann sein, dass ich immer tagsüber in der Sonne arbeite? Das beweist nichts. Du könntest ein Vampirmutant sein. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Knoblauch? Ist das? Was? Knoblauch? Aha, er weigert sich. Die Bestie zeigt ihr wahres Gesicht. Ah, verdammt. Zufrieden? Wie mein alter Lehrer aus dem Orden der Jäger zu sagen pflegte. Mehr. Oh nein. Ich hasse dich. Wenn du ein Mutant bist, bist du vielleicht immun gegen die Knoblauchkräfte. Ich hab's. Ich weiß, was wir tun müssen. Nimm diesen Holzflock und stoß ihn dir ans Herz, wenn du stirbst. Halt. Ich hab eine bessere Idee. Ich finde dir einen echten Vampir und dann kannst du mich in Ruhe lassen. Und wenn du versagst? Dann kannst du mich töten. Oder ich esse einen ganzen Eimer voller Knoblauch oder was auch immer du verlangst. Abgemacht, aber versuch nicht, mich reinzulegen, du bärtige Missgeburt. Deine Logik ist unschlagbar. Es wäre wohl sinnvoll, wenn ich mit den Opfern rede. Kette, dem Sohn des Bauern und Rosa. Frage sie nach dem Vampir. Ja. Oh, ach wegen Knoblauch, ne, kriege ich jetzt hier... Ein Malus. Gut, wir holen uns mal hier noch ein bisschen Wasser. Gucken mal, wie viel wir da davon tragen können.
gehen dann noch zum Flüchtlingslager, hauen das da mal rein. Das Brot und das Wasser und dann gucken wir mal, ob die zufrieden sind. Na. Und Karottensamen brauchen wir auch noch ein paar, dass er hier was zu tun hat. Gut, ich glaube, das reicht erstmal, ne? So, hier können wir, ja genau, hier können wir, ach, hier müssen wir vielleicht. Ja, wir haben ja da die, ach, das war die zum Verkaufen beim Händler, ne, diese Kisten. Aber wo hat er mir den Weizen jetzt hingehauen? Weizen. Hier sieht man ja, was wir an der Kiste haben. Ach, da ist der Weizen. In der einen Kiste hier unten, 31. Wunderbar. Gut, wir gehen zum Flüchtlingslager, Freunde. Und schauen da mal nach, ob das was bewirkt. Ja, hier der ganze Knoblauch. Flüchtlingszufriedenheit 0,29 von 3. Das ist natürlich zu wenig. So, deswegen hauen wir hier mal das ganze Brot rein. Ach so, vielleicht. Warte mal, wir nehmen mal. Ne, ich hau mal die Eimerwasser rein. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das verändert. Und jetzt sollen wir ja noch mit Rosa quatschen, ne? Wo ist die denn wieder? Erst weiß und hat keine Lust mehr. Gary, rede nochmal mit Gary. Gary will auch nochmal irgendwas von uns. 0,29. Ich nehme mal eins weg und können wir das nicht hier benutzen? Genau. Ah, jetzt haben wir nämlich Wasser. Jetzt hauen wir da mal nur das Wasser rein. Und dann gucken wir mal, ob sich da was verbraucht, weißt du? Von den Broten und von dem Wasser und von den Eimern mit Wasser. Ob wir hier die Flüchtlingszufriedenheit ein bisschen steigern können. Weil vorher können wir ja hier auch noch nichts bauen fürs Flüchtlingsheim. Mit, genau, das war das mit Steine und Eisenstücke und Seide und so weiter. Können wir hier Wohnzelte, Brunnen. Jawohl. Dann kann es wachsen und gedeihen. So, dann gehen wir nochmal gucken, ob der Gary auch nochmal was für uns hat. Oh, guck mal, hier ist noch mehr Brot. Sehr gut. Das könnte man dann schon fast selber essen, ne? Also wir reden gleich mal mit Gary. Vorher wollte ich einmal schauen, was wir hier noch haben. Alchemieregal. Guck mal hier mal Torf. Und auch noch die ganzen Fledermaus-Kram drin. Okay. Gut zu wissen. Oh, hier haben wir auch noch einen Haufen Zeug, ey. Schwarze Farbe, Graphit. Das hat man da unten damals gemacht. Alchemietisch ist das. Alchemietisch, das ist die Alchemiemühle. Handmischer. Alchemietisch. Das ist der Arbeitstisch. Da gab es die Forschungspunkte, glaube ich. Hier haben wir den Kirchenarbeitstisch. Hier können wir Dünger, Dünger verbessern. Das brauchten wir ja, ne? Spitzendünger hier, den. Und wieder ein Zombie drin. Warte mal, Spitzendünger. Wie viel kriegen wir denn da? Kriegen wir gleich 10. Dann können wir gleich nochmal verbessern gehen. Und uns hier eine Leiche nochmal machen. Wenn wir natürlich richtige Spitzenzombies haben wollen. Was ist denn das für eine? Na, wir gucken uns die mal an. Ja, ist okay für Zombies, für die Anfangszombies. Dann müssten wir natürlich, wenn wir richtig gute haben wollen, dann müssen wir hier Autopsie machen. Und dann können wir die nämlich hier einbalsamieren mit Sachen. Ach, hier können wir, ja genau. Hier können wir nochmal autopsieren und hier können wir einbalsamieren. Auferstehungstisch haben wir gemacht.
Gut. Dann machen wir uns unseren Dünger noch schnell schick da oben. Ah, guck mal, er hat eine neue Nachricht wahrscheinlich. Nimm die Nachricht. Revolutionäre Nachricht. Eine revolutionäre Nachricht. Benutzen. Alle wacht den Eseln. Erstens, der Rattenchef kann dich lesen, aber er mochte die Bilder in deinem Kochbuch. Also hat er sie rausgerissen und aufgegessen. Es gab nicht genug Äpfel, also haben sich die Esel drum gestritten und es gab eine Menge Verluste. Aber sie sind dir für deine Bemühungen dankbar. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDP zu erlangen, erfolgreich getan. Weiter so, du wirst gestohlene Checks und Schmuckstücke in der Kiste erhalten. Verfasse Aphorismen über die Schädlichkeit des Geldes und wir werden sie anstatt der Schecks und des Schmucks in die Briefe stecken. Und verkaufe den Schmuck und schicke uns das Geld. Das wird uns bei unserem großartigen Vorhaben helfen. Pff, wir haben doch gerade noch gesagt, dass Geld schädlich ist. Obwohl, eigentlich ist Geld ja schädlich. Also kannst du das Geld behalten, schicke uns stattdessen 5, sodass wir auch weiterhin an eine aussichtsvolle Zukunft für alle Esel glauben können. Kreuzen wir unsere Schwänze. Wenn dieses LGDP-DEP mich nicht für meine Hilfe bezahlt, dann stecke ich den noch vergiftete Karotten in die Eselskiste. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Aphorismen über die Übel des Geldes. Größtenteils unterhaltsam, keine Meisterwerke, aber mit Herzblut geschrieben. 5-mal Glaube und dann 1-mal Aphorismen. Okay. So, wir wollten hier aber nochmal pimpen. Na. So, wir wollten fertigen. Wir wollten fertigen die Farmqualität. Ah, da brauchen wir ein bisschen mehr Spitzendünger. Alles klar. Werden wir alles noch machen. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in der nächsten Folge. Vielleicht gehen wir da schon auf Vampirjagd. Mal sehen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.